Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unendlich Munition für den Todbringer bekommt. Und zwar Leute, braucht ihr erstmal 150 seltenen Schrott für den Todbringer und ihr braucht auch nochmal 50 seltenen Schrott. Also insgesamt braucht ihr 200 seltenen Schrott für diesen Glitch. Wenn ihr den Todbringer dann nun habt, Leute, dann könnt ihr den so weit leer schießen, bis ihr noch höchstens eine Kugel drin habt, Leute. Also, ihr dürft den nicht komplett leer schießen, sondern es muss mindestens noch eine Kugel drinne bleiben. Dann, Leute, kauft ihr euch für 50 seltenen Schrott den Bogen. Und wenn ihr dann wieder den Todbringer aufhebt, habt ihr wieder volle Munition. Und das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt, Leute. Also, ihr schießt den Todbringer nicht komplett leer. Also, es muss mindestens eine Kugel drinne bleiben. Und wenn ihr die wieder aufladen wollt, Leute, dann müsst ihr, also wenn ihr den so aufheben wollt, geht's nicht. Ihr müsst wieder zu eurer Waffe wechseln. Und dann hebt ihr den Bogen auf und danach wieder den Todbringer und habt wieder 400 Schuss. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch gerne meinen Discord joinen. Link ist in der Videobeschreibung und wird als Kommentar eingepinnt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.